Man kann mich hoffentlich hören. Ich kann nicht Schweizerisch, deshalb habe ich einen Helm auf. Ich komme aus dem Weltall. Aber ich kann nicht die ganze Zeit so bleiben. Im Weltall war es total gut. Und im Weltall hat man eigentlich einen relativ guten Blick auf die Erde. Das ist einer der Riesenvorteile. Und wenn man so mit dem Raumschiff irgendwie angeflogen kommt und sich dann die Erde anschaut, dann merkt man, die Erde, auf der wir gerade uns befinden, ja, die ist nicht so, wie wir denken, dass sie ist. Wir denken, die Erde steht da im Weltraum und alles ist easy und so weiter. Man fliegt ein bisschen raus aus dem Solarsystem. Dann merkt man auch das Sonnensystem. Das ist nicht so, wie man denkt, dass es ist. Wir denken immer, das Sonnensystem ist total geordnet und alles funktioniert so wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja? Das heißt also, in der Mitte ist die Sonne und alles dreht sich perfekt herum. Ne? Das ist aber nicht so. Das Sonnensystem ist nicht so und hier sind überall Unternehmer im Raum und sie wissen auch, ihr Geschäft ist nicht so. Das ist nicht, dass die Headquarters irgendwie in der Mitte sind und alles bewegt sich perfekt darum herum. Ne? Die ganzen Outlets und die Factories und die Kunden und alles tickt genauso, wie sie das wollen. Ja. Das ist nicht so. Nichts ist wie ein Schweizer Uhrwerk, außer ein Schweizer Uhrwerk. Ja. Das heißt, die ganze Welt tickt nicht so. Das ist im Beruf so, in ihrem Business und das ist auch im Sonnensystem so. Die Wirklichkeit des Sonnensystems, und ich habe es gesehen, ist so, dass wir mit Vollgas durch das Weltall rasen. Das heißt, die Wirklichkeit ist die, dass die Sonne, die in der Mitte ist, ja, bumm, nach vorne rockt und die Planeten wie hinten im Kreis hinterhermischen. Ja? So ist das Ding. Wir rasen mit ein paar hundert Stundenkilometer durch das All und alles, was es gibt, ist total dynamisch. Und alles, was es gibt, ja, ändert sich die ganze Zeit. Und wenn wir uns Änderung anschauen, ja, da passiert sie, Wandel, dann sehen wir eigentlich diesen Chaos. Wir sehen nur die Bedrohung. Wir denken, mein Gott, was ist denn da los? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Aber oft ist dieser Wandel die Rettung. Oft kommt der Bumblebee und packt uns und rettet unser Leben und bringt uns wieder nach vorne. Wandel ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn der Krypton explodiert, wo der Superman herkommt, ja, dann ist das für ihn ein furchtbares Erlebnis. Mein Gott, mein Planet ist weg. Aber auf der Erde ist er plötzlich viel stärker als alle anderen. Im Krypton wäre es ein ganz normaler Typ. Hey Superman, wie geht's dir denn irgendwie? Ja, hebst du das mal, boah, ist das schwer? Auf der Erde kann er alles, er hat X-Ray Vision, kann fliegen und so weiter. Warum? Weil er sich wandeln musste, weil sein Planet kaputt gegangen ist. Ja? Er wandelt sich die ganze Zeit und Wandel heißt auch jetzt, wo er auf der Erde ist, dass er sich vom Clark kennt, das ist dieser Typ da, der gar nicht seine Stärke zeigt, öffentlich zum Superman bekennt. Ja? Dieser Wandel heißt, dass er die alten Sachen zurücklassen muss. Er hat einige Dinge, die liebt er und die kann er und die sind perfekt für ihn. Ja? Vielleicht hat er zum Beispiel so eine Krawatte, die ihm Louis Lane geschenkt hat. Und er liebt die Krawatte und er schätzt sie seit Jahren. Und er kann die bedienen, das ist unpackbar. Sie machen ihn nachts um 3 Uhr wach, bom, bedient. Ja? Der hat eine riesen Expertise mit dem Ding, ja? Kennt sich perfekt aus. Und dann sagt er, mein Gott, ich muss Superman werden, kann ich die Krawatte nicht mitnehmen? Und die Antwort ist, nein, kannst du nicht. Guck mal, der hat keine Krawatte, end of story. Ja? Dann hat er ein Ding, das liebt er nicht zwar, aber das war wahnsinnig teuer. Ja? Schuhe von John Lobb, 4.500 Pfund. Wahnsinnige Investition, für ihn handgemacht. Ja? Er hat gesagt, boah, die kann ich auch bedienen. Ich habe eine riesen Expertise mit diesen Maschinen, die so teuer waren. Ja? Und kann ich nicht diese Dinge wenigstens mitnehmen? Da ist wahnsinnig viel Geld steckt da drin. Und die Antwort ist, nein, du hast rote Socken an. Das ist die Antwort von dem Ding. Du musst die Sachen zurücklassen, auch wenn du sie liebst, auch wenn du sie bedienen kannst, auch wenn sie teuer waren. Wandel heißt, das neu zu machen und zwar relativ schnell. Ja? Warum muss das alles schnell passieren? Weil sich unser Wissen und unsere Welt verändert ohne Ende. Knowledge Doubling Curve, wie lange es dauert, bis wir doppelt so viel wissen wie vorher, hat Bucky Fuller ausgerechnet in den 80er Jahren, hat gedauert bis zum Jahre 1900, ungefähr 100 Jahre. Alle 100 Jahre wussten die Leute doppelt so viel wie 100 Jahre davor. 1925 war das nur noch alle 25 Jahre. Und heute verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle 13 Monate. Das ist unpackbar, das ist einfach das Zeug, was wir wissen, wie Sachen aufgebaut sind, wie genetisch funktioniert und selbst irgendwie, wo Parkplätze sind. Ja? Das ist ein Riesending und das ist wahnsinnig schnell und Entwicklung rennt. Und das ist das Schlimme an Entwicklung, die ist nicht langsam. Wir wollen, dass Entwicklung geht, so geht gehen. Ein Schritt Fuß ist immer auf dem Boden, alles ist easy, alles ist sicher. Rennen ist total unangenehm, Rennen geht so, bam, 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 immer beide Beine nicht am Boden. Beide Beine nicht am Boden ist die Definition von Rennen. Ich kann nicht rennen und beide Beine am Boden haben. Total unangenehm, beide Beine nicht am Boden, ich weiß nicht, was passiert.
Es ist unsicher. Ich habe vielleicht Konflikte. Wird es klappen in der Zukunft? Ich weiß es nicht. Ja? Und dieser beide Beine nicht am Boden Moment passiert immer, wenn es Innovation gibt. Jede Veränderung ist ein beide Beine nicht am Boden Moment. Fangen wir mal an mit dem Telefon, kennen Sie alle. Wir sind ganz sicher, was das Telefon ist. Aber als das erfunden wurde, war das ein totaler beide Beine nicht am Boden Moment. Die Leute wussten nicht, was man damit machen sollte. Die Königin von England war einer der Ersten, die so ein Telefon bekommen hatte. Und was hat sie gemacht? Das, was jeder Teenager macht. Ja? Sie hat das Telefon nämlich mit der Oper verbunden und hat sich Opernmusik angehört. Music Streaming nennt man das heute. Ja? Das ist das, was sie gemacht hat. Sie hat Musik gestreamt. Und dann wurde das irgendwie ein bisschen normaler, da gab es dann so Desktop-Telefone, da konnte man so hingehen und angerufen werden und dann abgehoben, ja. Und dann so Laptops, das war schon so ein bisschen entspannter. Und dann gab es irgendwann mal sogar Mobiltelefonie und beide Beine waren am Boden. Jeder hat die Kurve verstanden. Ich weiß genau, wie Festnetz geht. Alles ist super, alles ist klasse. Ja. Plötzlich, bam, springt die Entwicklung wieder und irgendeiner erfindet ein echtes Mobiltelefon. Einige im Raum werden wahrscheinlich noch wissen, als das Mobiltelefon erfunden wurde, haben die Leute gedacht, dass 4.000, vielleicht 5.000 Leute auf dem Planeten so ein Ding gut finden oder benutzen werden. Keiner hat gedacht, dass das jeder braucht. Die Leute haben gesagt, ein paar Generäle vielleicht, vielleicht irgendwie ein paar riesige Heads of Major Corporations oder so, aber nicht jeder. Ja? Dann hat natürlich Nokia gesagt, ich glaube, das braucht jeder, hat sein Gummistiefel-Ding verkauft, hat Handys gemacht ohne Ende und jeder hatte eins. Und dann waren wieder beide Beine am Boden und alles war gut und alle waren sicher, tuff, springt die Entwicklung schon wieder, irgendein Idiot erfindet das Smartphone, keiner weiß, was das soll. Es gab das Smartphone, da gab es den App Store noch nicht. Man wusste nicht, was man damit machen sollte. Jetzt gibt es diese ganzen Geschichten mit der Smartwatch und so weiter. Man weiß noch nicht genau, wofür die gut sind. Ja? Aber diese Dinge passieren. Mittlerweile hat jeder so ein Ding und alles ist klar. Und das Schlimme daran ist nicht nur, dass jede dieser Kurven unten einen Moment von beide Beine nicht am Boden hat, von totaler Ungewissheit. Das Schlimme in Wirklichkeit ist, dass jede dieser Kurven von einem anderen Player dominiert wird. Die erste Kurve von Player Nummer 1, vielleicht in der Schweiz, Siemens. Die zweite Kurve von Player Nummer 2, Nokia, nicht Siemens. Die dritte Kurve von Player Nummer 3, Apple, nicht Nokia, nicht Siemens. Das heißt, die Firmen schaffen den Sprung nicht. Und das ist nicht neu, das ist schon ganz, ganz lange so. Ja? 1870, die Welt gehört der Dose, wenn sie irgendwas haben, haben sie das in eine Dose getan. Wohin damit? Keine Ahnung, Dose. Dosen sind immer gut. Ja. 1920, die Welt gehört dem Eis, da kamen immer so geile Mädchen, haben ihnen Eis nach Hause gebracht und gesagt, hier, wir sind cool. Haben ihnen Eis nach Hause gestellt, hatten sie einen Holzkasten, alles war easy, war die Milch drin, alles super. Ja. 1950, Kühlschrank, alles in Farbe, aber irgendwie alles war okay. Ja. Das heißt, jeder geht plötzlich auf den Kühlschrank. Meine Frage an Sie, und ich weiß, Sie wissen die Antwort, wie viele Dosenhersteller wurden Blockers-Lieferanten? Bumm, keiner. Wie viele Blockers-Lieferanten machten Kühlschränke? Keiner. Und alle sahen es kommen. Das war nichts im Geheimen. Die Dinge wurden nicht irgendwie in irgendeinem Bergwerk erfunden und dann plötzlich schwupp waren die irgendwie da am D-Day. Ja? Man sieht in der Öffentlichkeit, dass die passieren und jeder sagt, schau mal, noch einer. Aber keiner handelt. Schau mal schon wieder ein Idiot, der sich das Zeug mit 3D ausdruckt. Ja, schau mal schon wieder einer, der Google Glasses haben wollte zumindest. Ja, oder Oculus Rift hat oder Apple Watch oder irgend so ein Ding. Ja. Wir sehen die Entwicklung, einer, der mit Drohnen herumfliegt, einer, der Roboter einstellt. Wir sehen diese Dinge, aber wir handeln nicht. Weil wir andauernd eine Warum-Haltung haben. Warum wir? Warum sollen wir uns denn ändern? Ja? Lass doch die Welt das irgendwie machen. Warten wir mal ab, warum jetzt? Ja? Warum jetzt überhaupt? Und warum neu? Und was ist überhaupt neu? Ich habe jahrelang in der Werbung gearbeitet, hat man so solche Dinge, ja, und dann kennt die und liebt die und schätzt sie, aber dann sagt man, ey, wir brauchen eine Innovation. Das Ding muss neu werden, es ist alt und wir brauchen Mut und wir brauchen Designer und wir brauchen Gestalter und wir machen die Zukunft. Und dann gibt es Meetings und Tests und dann ist die Zukunft gestaltet und dann sagen sie, und hier ist sie, Kavop. Die Zukunft des Geschirrspülens. Ja. Und jeder sagt, boah, ist das fantastisch. Ich packe es nicht. Ja. Jeder ist happy. Und dann sagen die Leute, wir haben in einem saturierten Markt, der komplett voll ist, mit diesem Design einen Erfolg geschafft, den uns keiner nachmacht. Ja. 2% Wachstum.
in einem vollen Markt, das soll mal einer machen. Ja? Dann kauft sich einer eine Designerküche, stellt das Ding rein und kotzt. Ja? Und dann sagt er irgendwie, mein Gott, was ist denn da passiert? Und dann macht er eine Frage, die sich bisher keiner gestellt hat. Er sagt nämlich plötzlich, warum nicht? Ey, warum erfinde ich nicht für eine Designerküche ein Designer-Geschirrspülmittel? Er macht das, ja, und erfindet dieses Ding, hat 75 Millionen Dollar in 2008 und 3.400% Wachstum in den nächsten 3 Jahren. Und das ist echt eine andere Nummer, ja. 3.400% ist echt mehr als 2. Da brauche ich noch nicht mal nachrechnen. Das fühle ich, ja. Die Frage, warum, ist eine statische Frage. Warum ist gut, wenn die Dinge bereits passiert sind? Das Jahr 2014 ist passiert und Sie können jetzt analysieren, warum es so passierte, wie es passierte. Warum ist aber nicht eine dynamische, innovative, kreative Frage? Weil die Frage, warum, den Flow killt. Ich muss plötzlich nachdenken. Ja? Warum ist nicht eine Spaßfrage? Warum ist eine furchtbare Frage? Die killt den Flow. Meine Frau sagt, komm, wir fahren nach Paris. Ich sage, warum? Flow gekillt. Sofort, ja, was bist du für ein Langweiler? Und ich habe ja gar nichts gesagt, ich habe ja nur gefragt. Ja, aber man hat keinen Spaß daran. Die Frage, warum nicht, ist eine viel bessere Frage. Die Frage, warum nicht, ist dynamisch. Komm, wir fahren nach Paris. Ja, warum lassen wir nicht die Kinder zu Hause? Warum gehen wir nicht in das Hotel von früher? I don't know, irgendwie Drogen nehmen, nackt sein und so weiter. Warum nicht stimuliert den Flow? Warum nicht, ist richtig geil. Aber wir denken andauernd, never change a winning horse. Jetzt bin ich hier, warum soll ich nach da? Ja? Es ist doch alles gut. Ich bleibe bei dem Pferd, was ich kenne, was ich schätze, was ich liebe, was teuer war und wo ich genau weiß, wie das funktioniert. Und das ist ja auch ein super Pferd. Schauen Sie sich dieses Pferd an. Ja? Schauen Sie sich den Jockey an und schauen wir uns mal ganz genau an, warum das Pferd so gut ist. Ja? Das Pferd ist ein Bombenpferd. So ein schönes Tier, Muskeln ohne Ende, ja, astreine Bewegung. Der Jockey ist eins mit dem Pferd. Das Pferd ist Ihre Maschine und Ihr Unternehmen. Der Jockey sind Sie selber oder der CEO oder einer und er kann das Ding steuern und fühlt die Kraft von dem Pferd genau und weiß genau, was er macht und das Team ist perfekt, die Einheit ist perfekt. Pferd und Jockey sind sensationell. Nachteil an der Geschichte ist, Pferd und Jockey sind umgeben von diesem ganzen grünen Zeug. Und dieses grüne Zeug, das hat mit dem Pferd und dem Jockey gar nichts zu tun. Dieses grüne Zeug ist das Umfeld, in dem das Pferd und der Jockey operieren. Und dieses Umfeld ist für den Sieg ganz wichtig. Denn wenn ich das Pferd und den Jockey genauso lasse, wie die sind, und ich schmeiß die mitten ins Meer, ändere also das Umfeld, dann sind die plötzlich schlecht. Dann gibt es plötzlich neue Gewinner, Delfine, die langsamsten an Land. Keiner ist langsamer als ein Delfin. Das ist ein furchtbares Tier. Wer Delfine kennt, die reden wie ein altes Modem. Also das sind irgendwie, die kann man nicht ernst nehmen, die haben keine Haare, nix. Ja? Aber sie sind schnell im Wasser. In dem neuen liquiden Umfeld sind die total schnell. Das ist genau wie Startups. Ja? Die kann man nicht ernst nehmen, da sind nur 23-Jährige. Wie können die 30 Milliarden Dollar haben, die haben ja noch nicht mal ein CFO. Wie soll das denn gehen? Ja? Aber in dem neuen liquiden Umfeld sind die plötzlich schnell. Und wenn ich neue Gewinner habe, dann habe ich auch neue Verlierer. Und das ist das Schlimme. Ja? Neue Verlierer werden angegriffen und die Nummer ist echt brutal. Und wir wissen alle, was wir machen müssen, um zu gewinnen. Wir haben alle die Regeln gelernt. Ja? Wir wissen, wir brauchen ein super Produkt, das ist das Ass Nummer 1. Ja? Astreine Distribution, Ass Nummer 2, perfektes Marketing, Ass Nummer 3, super Preise, Ass Nummer 4 und so weiter und so fort. Und Sie haben diese Dinger. Ja? Und Sie sagen, ich habe ein Produkt und Preise und Marketing und Distribution und da liegt das Geld und wer kriegt das? Ich kriege das. Denn ich habe alle 4 Asse. Und dann kommt ein Dödel aus dem Weltall mit so einem Helm, ja, der nichts auf der Ahnung hat vom Planeten Erde, zieht so einen Space Laser raus und sagt, wer gewinnt denn jetzt? Dann sagen sie, hör, das ist ja ein Space Laser, was soll der denn irgendwie machen? Ja? Und dann macht der Kopf, bricht das erste Haus zusammen. Dann sagen sie, oh oh, der ist ja echt. Dann sagt der, klar ist der echt. Und wer gewinnt jetzt? Wer kriegt jetzt das Geld, was da liegt? Und dann sagen sie, sie können ja nicht einen Space Laser mitbringen, den gibt es da gar nicht. Doch,
Klar gibt es den, ich habe den mitgebracht, ich habe den gerade erfunden. Den gibt es jetzt. Ja? Und sie können nicht nachschauen, was sie machen müssen, aber sie wissen, ein Space Laser schlägt 4 Asse. Egal wie abgedreht er ist, egal aus welcher komischen Welt er kommt, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass es den gibt, sie sind plötzlich echt angegriffen. Die Plattenindustrie, 4 Asse, astreines Produkt, Bombenmarketing, super Distribution, astreine Preise, jeder hat die Dinge geliebt. Ja? Dann kommt, wie kommt man auf so eine Idee, kommt plötzlich Napster, voll aus dem Weltall, aus der Luft gegriffen und erfindet Downloaden. Da rechnet dir keiner mit. Was ist das denn für ein Ding? Ja? Aber Napster erfindet Downloaden und greift damit die Plattenindustrie an. Natürlich war das illegal. Die Polizei kommt, tritt die Tür ein, nimmt die Kids, schmeißt die ins Gefängnis, die kommen nie wieder raus. Ja? Aber der Markt ist angegriffen. Dann kommt iTunes und sagt, ey, ich mache das Ganze legal. Ich mache jetzt so, dass du brauchst keine Albums mehr kaufen, sondern nur noch Songs und die Songs kosten 99 Cent, egal von wem die sind, bumm, ich bin der König. Wer kann mich angreifen? Keiner kann mich angreifen. Und dann kommt einer auf eine Idee, die ist so absurd, die kann nur aus dem Weltall kommen. Der sagt nämlich, weißt du was, du brauchst die Lieder gar nicht kaufen. Ich gebe dir Access. Und er erfindet Spotify und vernichtet damit ganz massiv gerade iTunes, ja? Und Spotify ist eine vollkommen abgedrehte Idee, die kann nur aus einem Space-Kopf kommen irgendwie, ja. Aber sie ist gekommen und sie ist da. Wenn man sich diese Sachen anguckt, die Dosen, die Platten und diese anderen Sachen, fallen einem 4 Punkte auf, zumindest in der Zeit, die wir heute haben, ja. Erster Punkt, der Markt für die einzelne Lösung ist unstabil. Ganz klar, die Platten sterben, ja, iTunes stirbt, irgendwann stirbt Spotify, das ist so. Die einzelnen Lösungen halten nicht. Aber, und das ist das Wichtige, der Markt für die Basisanforderungen, der ist total stabil. Das heißt, in dem Fall, der Markt für Musik hören ist total stabil. Einmal auf einer Platte, dann mit iTunes, dann mit Spotify, morgen vielleicht mit Gedanken oder so. Ja? Keine Ahnung, wir wollen Musik hören. Der Markt für Nahrung frisch halten ist stabil. Einmal mit einer Dose, dann mit Eis, dann mit Dings, keine Ahnung, morgen mit Lasern, ja, ich weiß es nicht. Diese Dinge sind einfach da, der Markt ist stabil. Nächster Punkt. Die Basisanforderung ist stabil und die Basis, die Lösung wird immer einfacher für den User. Wenn Sie eine Lösung haben, die komplizierter wird für den User, klappt das wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wer hat hier einen, ich sehe sie nicht gut, aber wer hat einen 3D-Fernseher? Ich habe einen. Wer nutzt die Brille? Keiner, ja. Viel zu kompliziert, ist nicht einfach. Licht, also Fernseher einfach anmachen ist viel einfacher, ja. Das heißt also, eine Dose aufmachen, wenn der Dosenöffner selber in der Dose ist, ja, ist blöd, ist total schwierig. Ich weiß nicht, als ich klein war, heute gibt es ja auch einfache Dosen, aber als ich klein war, brauchte man immer einen Dosenöffner und ich war andauernd irgendwo in den Bergen und habe dann einen Stein genommen oder einen Schraubenzieher, haben sie vielleicht auch mal irgendwie gemacht, ja, wie kriege ich das Ding auf? Ist total kompliziert für den User. Einstecken, einfach nur einen Kühlschrank, so Dings einstecken kann jeder, ist viel, viel einfacher. Das Problem dabei ist, wenn es einfacher wird für den User, die Welt wird ja nicht leichter, muss es für irgendeinen schwieriger werden und es wird komplizierter für den Hersteller. Eine Dose kann jeder machen. Man konnte früher in Heimarbeit Dosen machen. Schatz, was machen wir heute? Dosen! Yay! Und alle freuen sich. Was tun wir jetzt da rein? Kinder, Katzen, alles in die Dose. Ja, wie super ist das denn? Ja? Dosen machen ist ganz einfach. Blockeis machen, Tick komplizierter, braucht man so 3 Stages. Ja? Kühlschrank machen, richtig schwierig. Einen Kühlschrank machen, was für den User so einfach ist, einfach Stecker rein, ist für den Hersteller echt kompliziert. Und wenn Sie den Kühlschrank jetzt noch mit dem Internet verbinden und der Kühlschrank merkt, dass Sie keine Milch mehr haben und er bestellt automatisch die Milch und Sie sagen das dem Einzelhändler und der macht eine Distribution und dann gibt es dann irgendwie Abrechnungssysteme und so weiter. Wahnsinniger Aufwand für Sie. Total leicht für mich. Ich brauche gar nichts mehr machen. Gar nichts machen ist echt das Beste. Ja? Gar nichts machen ist das, weshalb ich geboren wurde. Mein Vater hat immer, der wollte mich, glaube ich, nur haben, damit er immer sagen kann, Dietmar, geh mal Bier holen. Da brauchte er gar nichts machen. Ja? Ich bin immer in den Keller, sind da Monster, hab Bier geholt. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Lösung wird einfacher für den User, komplizierter für den Hersteller. Die Lösungen entwickeln sich auch vom Silo zum Ökosystem.
Das ist bei allen Lösungen eigentlich so. Einfaches Beispiel sind vielleicht Platten. Ja? Platten ist ein ganz klaren Silo. Sie haben eine Platte, legen die Platte hin, machen da die Musik, wollen auf eine Party gehen, dann müssen sie die Platte nehmen, zu der Party hintragen, auf der Party, wo da der Plattenspieler ist, da auf den Plattenspieler legen, Musik machen und so weiter und so fort. Ja? Sie haben früher alle Platten getragen, weil das Silo-Lösung war. Die konnten sie nicht mailen, konnten sie nichts mitmachen. Ja? Spotify ist komplett ein Ökosystem. Spotify hat Playlists, Dinger, tausend Sachen. Spotify vernetzt sich sogar mit Shazam. Shazam, da brauche ich nur auf den Knopf drücken, das erkennt sofort das Lied. Ich kann das Lied dann downloaden. Das ist ein astreines Ökosystem. Ja? Apple, totales Ökosystem. Die Watch klappt noch nicht mal ohne ein iPhone. Sie brauchen das iPhone, damit die Apple-Uhr überhaupt geht. Ja? Das ist das Beispiel eines Ökosystems. Ich komme aus Österreich. Red Bull, totales Ökosystem von Adrenalin. Was ist ein Ökosystem? Beim Ökosystem ist der Gag, habe ich ja gesagt, es ist nicht ein Silo. Und Silo sind nur Sie. Beim Ökosystem sind immer andere, Partner. Die Partner definieren das Ökosystem. Der Red Bull-Typ springt nicht selbst. Der sagt, Felix, willst du für mich aus dem All springen? Okay. Der braucht einen Partner und der braucht einen Partner, auf den man sich vertrauen kann. Das ist die Idee eines Ökosystems. Ohne Partner geht das nicht. Und der Partner ist natürlich ein anderer. Die Kunden leben auch in Ökosystemen. Ich lebe komplett in einem Ökosystem. Ich habe letztens einen anderen Anzug gesehen, den fand ich für heute aber zu langweilig. Und zwar in Stockholm. Lauf in Stockholm herum, habe dann einen Talk gegeben, es war 8 Uhr in der Früh, sehe in einem Geschäft, 8 Uhr in der Früh, Geschäft ist zu, diesen Anzug. Was mache ich? Das, was jeder auch gemacht hätte, wenn man den haben will. Ich fotografiere den. Ich mache ein Foto von dem Anzug, mache ein Foto von dem Geschäft, schicke das zu meiner Frau, weil ich ja nett bin. Hallo, darf ich mir den kaufen? Okay. Dann habe ich online geguckt, was das nun mal für eine Marke war und wo es den Laden noch mal irgendwie gibt. Ja. Habe dann die Telefonnummer von dem Laden rausgekriegt. Als er dann auf war, habe ich den also online rausgekriegt, angerufen. Hab gefragt, ob die den in meiner Größe haben. Hatten sie in meiner Größe? Und dadurch, dass das Stockholm war und ich hatte vergessen, wie man da hinkommt, bin ich dann auf dem Navi-System nochmal zu dem Laden hingegangen. Das heißt, tausende Dinger in meinem Ökosystem. Und damit das alles klappt, ja, damit der Anzug auch tatsächlich gekauft werden kann, muss jedes dieser Dinge funktionieren. Wenn eines dieser Dinge nicht funktioniert, wenn Sie einen Partner haben, den Sie nicht anrufen können, wenn das Navigationssystem nicht klappt, ja, wenn die Fotos nicht weitergeleitet werden können, wenn irgendein Ding nicht klappt, geht der Deal nicht. Das heißt, Sie müssen sich echt verlassen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nächster und letzter Punkt dieser Vierernummer ist, die Lösungen kommen immer näher zum User. Ganz einfaches Beispiel, nehmen wir mal das Telefon. Desktop-Telefon, es klingelt, was mussten alle machen? Hinrennen, ja. Ring, gerade zu spät, ja. Das war immer dieses Ding. Das heißt, Sie müssen zu dem Telefon hinrennen. Dann ging es das irgendwie in der Tasche, ja. Heute brauchen Sie das mal nicht mal mehr abheben. Kling, 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 schon da. Ich habe, gestern hatte ich erzählt, für Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland war ich auf einer, gab es eine sehr große Konferenz, wo unter anderem vorgestellt wurde, was Smartwatches für den Lebensmitteleinzelhändler alles bringen. Und das sind diese ganzen Live-Informationen, wie zum Beispiel normalerweise sich Bananen verkaufen und plötzlich bricht diese Kurve komplett ab. Dann gibt es eine Warnung auf seinem Smartphone, auf seiner Smartwatch. Er guckt einfach nur hin, aha, Problem bei den Bananen, geht da hin und erkennt zum Beispiel, da hat jemand Milch verschüttet. Da ist eine totale Sauerei am Boden, da kauft keiner mehr Bananen. Er ruft sofort seine Frau an. Da liegt Milch am Boden, mach die mal weg. Riesige, riesige Veränderung. Nächster Punkt, der User kommt ins Zentrum. Wer ist der User? Ich komme aus dem Weltall, ich kann es Ihnen sagen, der User ist meistens ein Mensch. Gibt einen Planeten, da ist ein User nicht ein Mensch, aber normalerweise ist ein User ein Mensch. Und Menschen entscheiden emotional. Wir entscheiden emotional, wenn wir Speisen einkaufen oder auch mit wem wir geschäftlich zusammenarbeiten, weil das einfach Foundations sind, wie wir sind. Ja? Und diese Emotionen sind ganz wichtig. Schauen wir uns mal an, was Emotionen sind. Was sind Emotionen? Ist das eine Emotion? Wie süß ist der denn? Ja, ja, das ist, macht eine Emotion und die geht so. Wenn ich das Ding gut finde, gehe ich dahin. Boah, ist das süß, dann gehe ich da also hin. Ja? Wenn ich das eklig finde, gehe ich davon weg. Also wenn da irgendwie meinetwegen, keine Ahnung, Urin haben oder die Bananen eben, ja, da geht man dann nicht dahin, deshalb werden die nicht gekauft. Das heißt, wenn ich es nicht gut finde, gehe ich weg.
Wenn ich es gut finde, gehe ich hin. Das heißt, ich bewege mich. Das heißt, eine Emotion ist nicht das, was wir immer denken, in uns drin, so ein Gefühl, sondern eine Emotion, jeder, der Latein hatte, weiß, setzt sich zusammen aus E, ex, lateinisch, heraus und Motion, Bewegung. Emotionen bewegen etwas außerhalb von uns. Die Banane bewegt uns außerhalb von uns, wenn ich die eklig finde, wenn die kaputt ist. Oder der Teddy bewegt etwas außerhalb von sich, ich gehe dorthin. Kind fällt hin und weint und bewegt die Mama auf sich zu. Das heißt also, Emotionen bewegen etwas. Und die Emotionen bewegen etwas, selbst wenn man denkt, boah, das mache ich normalerweise nicht. Da gibt es ein ganz berühmtes Experiment aus den 50er Jahren, als die Welt noch schwarz-weiß war. Da ist so ein Baby, da ist die Klippe und hier ist ein Glas. Das Baby weiß natürlich nicht, dass das ein Glas ist, weil es ist ja ein Baby. Das Baby sieht nur die Klippe und geht dann nicht hin. Und wenn die Mutter dann sagt, ja komm, und das Baby liebt die Mutter, zieht die Mutter das Baby an und das Baby geht. Aber nicht nur, weil es die Mutter liebt, sondern wegen einem wichtigen Punkt, Vertrauen. Das Kind vertraut der Mutter, die Mutter legt mich nicht rein. Das heißt, wenn sie den Teddy sehen, zieht er sie an, wenn sie den gut finden, aber nur dann, wenn sie ihn vertrauen. Wenn sie den vertrauen, wenn sie den in der Schweiz sehen, in einem Spielwarengeschäft, gehen sie hin. Wenn sie den in irgendeiner komischen Wüste, weiß ich nicht, Irak, auf der Straße sehen, gehen sie vielleicht nicht hin. Weil dann sagen sie, ey, das ist vielleicht kein Teddy, vielleicht ist das eine Bombe, geh da nicht hin, ich vertraue dem nicht. Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Kein Vertrauen, keine Beziehung. Die Emotion ist nur dann anziehend und gut und stark, wenn sie den Leuten vertrauen. Dem Partner, mit dem sie zusammenarbeiten, müssen sie vertrauen, sonst geht das ganze Ökosystem nicht. Die Red Bull-Leute müssen Felix Baumgartner vertrauen, dass der das schafft und dass der ein super Team hat. Das Vertrauen ist das Wichtigste. Wie kann man Vertrauen bauen? Erstes durch Information. Ich kenne diesen einen Typen zum Beispiel nicht, den da, ja, keine Ahnung, habt ihr noch nie irgendwie was gehört. Dann lese ich über ihn, informiere mich, aha, wiegt 120 Kilo, zwar 8-mal war der Axtmeister irgendwie beim Schlagen, hat 16 Schlachten gemacht, dem vertraue ich. Das heißt, sie haben Informationen über den, der ist bestimmt besser als ich. Ja, ich habe noch nie eine Schlacht gemacht, war noch nie Axtweltmeister und wiege auch wesentlich weniger. Also dem kann ich schon mal vertrauen. Informationen gibt Vertrauen. Externe Experten geben Vertrauen. Wenn sie über 50 sind, vertrauen sie diesen beiden Leuten. Dem TÜV, also in Deutschland zumindest, und der Stiftung Warntest. Ja. Das sind nämlich Experten, die haben das getestet und dem kann man vertrauen. Wenn sie unter 50 sind, vertrauen sie denen nicht unbedingt, sondern sie vertrauen ihren Peers. Peers, also die anderen, ihre Gruppe, die anderen Leute, mit denen sie so reden, die geben auch Vertrauen. Ganz einfaches Beispiel, sie dürfen sich einen Film aussuchen. Ja. Film Nummer 1, nur Leute, die sie kennen. Johnny Depp, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Astra, super Film, der muss ja gut sein, besonders im Vergleich Nummer 2, keinen, den man kennt. Nobody even heard of. Keine Ahnung, was das für ein Film ist. Ja? Aber plötzlich, Film Nummer 2, 5 Sterne. Film Nummer 1, 1 Stern. Was machen Sie jetzt? Vielleicht vertrauen Sie jetzt plötzlich den Peers. Vielleicht vertrauen Sie den anderen, die das Produkt genutzt haben. Ja? Vielleicht sagen Sie, ey, ich kenne die zwar nicht, aber wenn alle Leute den Film Nummer 2 gut finden, ist das bestimmt gut, dann gehe ich da mal dahin. Das heißt also, die Peers geben auch Vertrauen. Informationen gibt Vertrauen, Externe geben Vertrauen, Peers geben Vertrauen, ja, und Marken geben Vertrauen. Es gibt psychologisch ganz viele Experimente bei bekannten Marken und bei unbekannten Marken. Und wenn Sie die Marke kennen, gehen in Ihrem Hirn mehr Lampen an. Und mehr Lampen heißt, es gibt mehr Knotenpunkte und mehr Ansatzpunkte und Punkte, die Sicherheit geben. Eine gute Marke gibt Vertrauen. Da braucht man nicht lange nachdenken, ja. Wenn Sie ein neues Produkt einer Marke kennen, die Sie an einer Marke sehen, die Sie kennen, vertrauen Sie dem Ding und kaufen das sofort. Beispiel Apple Watch. Wenn Sie die Marke nicht kennen, Subsea Watch, ja? Kennst du schon die neue Subsea Watch? Die kostet nur 800 Franken. Keine Ahnung, was die kann. Marke kenne ich auch nicht, kauft keiner. Ja? Die Marke gibt Vertrauen. Wenn wir jetzt also wissen, dass man Vertrauen braucht und dass man ein Ökosystem braucht und dass man diese ganzen Dinge braucht, ja, um ein Space Gun zu bauen, muss es ja eigentlich ganz einfach sein, so ein Ding zu bauen. Ja? Wir müssen uns einfach nur überlegen, was braucht man alles? Ist doch ganz easy, ist doch ganz einfach. Das ist aber total kompliziert. Und das hat nichts mit Geld zu tun, es hat nichts mit Macht zu tun, es hat noch nicht mal was mit Menschenpower zu tun. Ja? Kodak hat Hunderttausende von Angestellten gehabt. Astreine Firma, hochinnovativ, hatte 4 Asse, Geld ohne Ende. Ja? Und die kommen nicht auf die Idee, wie sie Innovation machen müssen. Sie sind bankrott gegangen, ja? Obwohl sie das alles wussten. Warum? Weil sie in sich gedacht haben. Wenn man Kodak fragt,
Hey, es gibt eine neue Welt, welche Art von Innovation möchtest du haben? Kommt Kodak vielleicht auf, keine Ahnung, 3D-Fotos? Vielleicht sogar Hologramm-Fotos oder sowas, ja? Aber Kodak, obwohl sie Filme und Fotos gemacht haben, kommt wahrscheinlich nicht und sind auch nicht aufgekommen auf YouTube, Pinterest, Flickr, Instagram. Alle hatten Space Leder, aber die waren zu spacey, die sind noch nicht mal auf dem Planeten, die sind irgendwo im All und erfinden sich irgendwelche Dinge. Auf solche Idee kommt ein normaler Mensch nicht. Die ist viel zu weit weg. Und deshalb mein Tipp an Sie, wenn Sie solche Space-Ideen erfinden wollen, ja, fragen Sie sich nicht, was kann ich machen, um modern zu werden? Priel. Ja, fragen Sie sich, was kann irgendein total Abgedrehter machen aus Silicon Valley, um mich platt zu machen? Und ich bin ziemlich sicher, wenn Sie Kodak gefragt hätten, was könnten sich Leute, die 23 sind, in Silicon Valley ausdenken mit Bildern? Ja, dass man die online sharen kann. Kommen Sie sofort auf die Lösung, ja? Oder dass man selber die Filme einfach uploadet. Das heißt, man kommt da drauf, aber man nimmt es nicht ernst. Man sagt eben, warum? Warum wir? Warum jetzt? Warum neu? Ja, lass die anderen das doch machen. Ich mache doch nicht einen Service, wo man Sachen uploaden kann. Und die ganzen Dinge sind jetzt Milliarden wert und so weiter und so fort. Ja? Kriegen Sie raus, wie andere Sie platt machen können, was andere erfinden können und machen Sie dann genau das selber. Ein ganz wichtiger Punkt von Steve Jobs, if you do not cannibalize yourself, somebody else will. Irgendeiner macht das, ja? Das wird passieren. Wenn Sie es nicht machen, macht es ein anderer und dann stehen Sie plötzlich da. Das Ziel, wenn Sie das machen, ja? Denken Sie nicht gut, gut ist schlecht. Wenn Sie meinen Sohn fragen, wie war die Schule? Gut, ja, total schlecht. Wie war die Schule? Super, auch total schlecht. Wie war die Schule? Episch. Episch. Ja, meine Lehrerin ist mit ihrem Mann nach Paris gefahren, nackt. Haben die Kinder zu Hause gelassen. Nur episch zählt, ja. Episch sind die Dinge, die wir gut finden. Und episch ist nicht einfach. Episch ist richtig schwierig. Erfolg ist Schwerstarbeit. Ich komme aus Österreich, da wohnt der Typ, oder wohnt er da mal, ja, relativ erfolgreich. Warum hat er das geschafft? Ich erkenne das Geheimnis von Arnold Schwarzenegger. Er hat es mir verraten, man kann es auch nachlesen. Das Geheimnis von Arnold Schwarzenegger ist so, er hebt Zeug. Schweres Zeug. Er geht zu relativ schwerem Zeug und dann sagt er, du hebst das nicht, ich schon. Und dann geht er dahin in einem Gym, ja, dann nimmt er das schwerste Gewicht, wo jeder sagt, boah, ist das schwer, sagt er, das hebst du nicht, ich schon. Und hebt das, ja. Und dann sagt er, ich will Schauspieler werden, ja, in Graz, nein, in Hollywood. Das Schwerste, was es gibt, du hebst das nicht, du denkst, ich gehe nicht nach Hollywood, ich schon. Kawump, ja. Du willst einen heiraten, wen denn? Ja, Kennedy. Bestimmt nicht die leichteste Frau zum Heiraten, ja? Besonders wenn man Terminator vorher war. Ja? Aber er geht hin, bumm, zack. Ja? Was willst du jetzt, ja, politische Karriere? Ja? Was denn, ja, so Gouverneur? Kalifornien vielleicht irgendwie. Ja? Gouverneur von Kalifornien, der sagt nicht, ich werde irgendwie Bürgermeister meiner Straße oder so. Ja? Der wird der Gouverneur von Kalifornien. Er geht zu den schwersten Dingen und hebt die. Ja? Das ist nicht spaßig, no pain, no gain. Das ist einfach so. Dieser ganze Fortschritt, Sie sind alle Unternehmer, Sie wissen, das kommt nur durch schwer Arbeiten. Das kommt nicht, weil man das Geschenk kriegt, das kommt, weil man dranbleibt, weil man gute Partner hat und weil man das Ding einfach hebt. Ja? Das macht keinen Spaß, aber man macht das Ding. Dann hat man den Erfolg. Beware the lollipop of mediocrity. Lick it once and you suck forever. Man kommt nicht mehr raus. Ja? Man bleibt ein Blödmann, wenn man einmal damit angefangen hat. Die Welt wird sich nicht adaptieren an Sie. Sie müssen sich der Welt anpassen. Ganz wichtiger Punkt. It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, hat Charles Darwin gesagt. Nicht die stärksten, nicht die schlauesten, but the one most responsive to change. Die Leute, die die neue Welt verstehen können, die sich auf das neue Umwelt einschießen können, das sind die, die gewinnen können. Ja? Jetzt gucken wir uns in den letzten Minuten das neue Umfeld an. Was ändert sich gerade bei uns? Sie wissen es, alles. Alles ändert sich. Wir leben in Zeit der absoluten permanenten Revolution. Ja? Alles ist in der digitalen Revolution aufgebaut. Was ist digital? Wissen Sie wahrscheinlich auch, aber für Leute, die es nicht genau wissen, ja, oder je nachdem, wie Ihre Einstellung ist, digital ist Code. Digital ist eine Aneinanderreihung von Einsen und Nullen. Mehr ist das Ding nicht. Wenn Sie Ihr Handy fragen, wie sieht mein Foto aus? 100110. Wie sieht ein YouTube-Film aus? 0110. Wie sieht meine Rechnung aus? 10000. E-Mail 011. Mehr nicht. Ende der Fahnenstange. Ja? Nur Einsen und Nullen. Mehr kann das Ding nicht. Aber lange und immer in Code. Was ist noch Code? Haben Sie alle bei sich? Jeder.
nicht digitaler Code, in sich DNA ist Code. Sie bestehen aus Code, G, A, T und C. Mehr nicht, das ist eine Aneinanderreihung von G, A, T und C. Wenn Sie Ihre DNA fragen, wie sieht ein Arm aus? G, A, T, T, C, C, A, T. Ein Bein, A, T, C, G, ja, Haare, D, T, H. Ja, ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Code. Und Code will bestimmte Dinge, ob das biologisch ist oder maschinell. Code will sich vermehren. Mein Sohn ist jetzt Teenager, das Einzige, was der will, ist sich vermehren. Guckt ihr mal rum, kann ich mich mit der vermehren? Will sich immer vermehren, ja. Genau wie digitaler Code. Wir wollen andauernd, dass die Sachen geliked werden, dass wir Sachen weiterschicken können, dass sie die Playliste von dem anderen haben. Ja, digitaler Code will sich auch vermehren. Code will sich verbessern. Sie wollen in Sport die Ersten sein. Ja. Sie wollen schneller fahren als die Generation davor. Ja, will das neue System auch. Jedes neue Computersystem ist besser als das andere. Und Code will vor allen Dingen andere beeinflussen. Früher gab es Silo-Lösungen, da hat man sich so ein Metro-Ticket gekauft, ja, und das bei so einem Typen oder bei einer Maschine und das war aus Papier und das ist ein Silo und es ist taub und es ist stumm. Es ist einfach nur ein Stück Papier, liegt da, kann nichts. Einfach nur Papier, tuff. Jetzt nehmen Sie dieses Metro-Ticket und knallen das in eine connectete Welt, in der Code regiert, ja, in der nicht als analoge Welt passiert, sondern in der Code regiert, vermehren, connecten, Welt dominieren. Was passiert? Dadurch, dass das Code ist, wissen Sie plötzlich, wer fährt. Ticket wissen Sie es nicht, ja, wie oft er fährt, wohin der fährt, wann der fährt und ob die nächste U-Bahn, wenn Sie den Code mit der Ihrer U-Bahn verbinden, voll ist und die U-Bahn, die 3 Stunden oder 3 Minuten später kommt, leer. Und wenn die eine in 3 Minuten leerer ist und die andere voller, können Sie plötzlich Flexible Pricing machen. Und Flexible Pricing macht dann, dass die leerere billiger wird und die vollere teurer und Sie können plötzlich irgendwo den Verkehrsstrom steuern. Ja? Und wenn Sie sich danach connecten, nicht nur mit der U-Bahn, sondern auch mit den Orten, wo Sie hinfahren, ja? Alle wollen im Sommer ins Schwimmbad Nummer 1, keiner will ins Schwimmbad Nummer 2, mache ich plötzlich Flexible Pricing, Schwimmbad Nummer 2, wo keiner hin will, wird billiger, das andere wird teurer, dann habe ich plötzlich Smart Transport, Smart City, alles wird plötzlich smart, weil digital hört und spricht. Connectivity is progress. Connectivity is progress. Progress is not how smart you are, but how connected you are. Wenn Sie sich connecten zu Veranstaltungen kommen wie hier, mit Leuten drüber reden, dann bauen Sie Fortschritt. Wo connecten wir uns heute? Mit Devices. Wir haben eine riesen Device-Revolution. Früher gab es einen Zentralrechner, einen Computer, wahnsinnig viele Nutzer. Die Schweiz hatte irgendwann mal einen Computer, dann irgendwann mal 3. So war das 80er Jahre, Desktop, ein Computer, ein Nutzer. Heute ein Nutzer, massenweise Computer. Wer hat hier weniger als 3? Keiner. Weniger als 4? Keiner. Das muss man sich mal wegpacken. Ja? Wir haben die Dinge ohne Ende und wir switchen die Devices ohne Ende. Ja? Wir buchen das Ticket auf dem Laptop und gucken es dann auf dem Handy irgendwie an und checken damit ein. Ja? Wir hängen an dem Ding ohne Ende. Wir kleben an dem Gerät. Wir sind die meistens abgelenkteste Generation überhaupt. Ja, 150 Mal holen wir das Ding raus. Wie gefällt dir das denn? Ja, mir gefällt es super. Das ist unpackbar. Ja, es gibt Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen, die heute passieren. Wir haben smarte Objekte, smartes Leben, ja, wo die Windeln sagen, ey, ich bin jetzt nass und dann kann man wieder sagen, ich muss mal eben weggehen oder so. Ja. Smart Home, Smart Work, alles ist online. Bei dem Work-Ding übrigens, das sind so Bohrinseln, die sind mit Sensoren zu. Ja. Da ist einfach alles hoch mit Sensoren, damit die Leute das Ding nur abstellen müssen, wenn es unbedingt nötig ist. Alles ist online. Ja. Wir haben Technologie, die wir anziehen. Ich habe die Uhr schon erzählt. Google Glass ist zwar tot, aber Smart Glasses sind riesig da, ja. Das Militär hat die Lagerarbeiter haben die, Sony hat die, ich war letztens bei IBM in Zürich, da gab es jetzt Smart Glass, haben sie vorgestellt, da geht ein Supermarktleiter zum Beispiel an den ganzen Regalen vorbei und das Smart Glass guckt sofort, ob alles richtig eingeräumt ist. Und nur wenn es nicht richtig eingeräumt ist, wenn die Cornflakes falsch stehen, kommt so ein kleines Warnblinklicht, ey, die stehen übrigens falsch, ja. Das ist Riesensupport, das ist ein Geheimding, das ist Sony Morpheus, deshalb ist der Raum abgedunkelt, habe ich gespielt, das ist unpackbar. Sony Morpheus ist so real, wenn man da irgendwie durch die Gegend geht, man kriegt irgendwie Atemnot, Puls geht hoch und so weiter und so fort, Wahnsinn, ja. Wenn Sie in Urlaub gehen wollen mit den Hobbits, kein Problem, da bin ich in Urlaub in Mordor.
Also da, wo die Hobbits wohnen, in Mittelerde, geh mit denen irgendwie dahin, schmeiß den Ring ins Feuer, alles ist super. Ja? Man kann auch mit dem Ding laufen, bergauf, bergab, über Wasser, alles ist möglich. Und sie brauchen die Dinger noch nicht mal. Auf der Zebel gab es jetzt so Sachen vorgestellt, da hat man einfach nur ein Handy und man schiebt das in so ein Ding. Und das Handy hat ein so gutes Bild und die Motion Tracker sind so real. Ich kann im Handy mir Sachen angucken in 3D, ganz normal. Das kann alles verändern, wenn sie zum Beispiel Touristengebiete sind. Ja? Kann das eben sein, ich kann den Himalaya mit dem Berg hier vergleichen. Ja? Ich kann einfach gucken, wo ist es denn schöner. Wenn Sie Real Estate irgendwie verkaufen wollen, können Sie machen, Schatz, irgendwie, wie sieht denn das Haus in New York aus? Super, irgendwie, darf ich mir das kaufen? Ja, klar. Ja? Das sind riesige, riesige, riesige Veränderungen. Und da hört es noch nicht mal auf, ich mache mal leiser. Sondern das ist jetzt so eine Microsoft-Anwendung. Ja? Wir gehen jetzt in Hologrammwelten. Hologrammwelten gepusht von Microsoft mit Milliarden Geld, die irgendwie alles Mögliche vernetzen und dafür sorgen, dass wir permanent connected sind. Viele werden es nicht machen. Ich weiß, es gibt einen Offline-Trend. Ja? Aber viele, viele Leute werden diese Dinge vielleicht nutzen, weil sie einfacher sind. Es gibt einige Leute, die nutzen natürlich nicht Navigationssysteme. Aber die meistens machen es, weil es einfacher ist. Und wenn uns einfacher, wenn wir einfacher Sachen gestalten können, wenn die einfacher zu realisieren sind, werden viele Leute das irgendwie machen. Vielleicht nicht jetzt, aber viel schneller als wir denken, weil das alles in Superman-Geschwindigkeit irgendwie passiert. Das Internet der Dinge ist das Internet von allem. Habe ich noch 3 Minuten? 3 Minuten geht noch. Okay. Datenrevolution. Alle diese Dinger spucken Daten aus ohne Ende. Ja? Unsere Computer kennen uns besser als unsere Freunde. 10 Minuten. Aha. Wenn sie zum Beispiel, so wie das in Stanford gemacht wurde, vergleichen, wie viele Leute von ihnen wissen, was sie gut finden. Und sie nehmen zum Beispiel einen Arbeitskollegen und fragen, wo möchte der denn gerne in Urlaub hinfahren? Oder welches Hemd hat er dann gerne? Ja? Was würde er sich von diesen Dingern kaufen? Hat ein Arbeitskollege irgendeine Ahnung? Wenn Sie einem Computer 10 Facebook-Likes geben, weiß der Computer genauer, wo Sie hinwollen, welches Hemd Ihnen besser gefällt und wo Sie lieber essen möchten. Wenn Sie dem Computer 150 Facebook-Likes geben, ist ein Computer besser als ein Familienmitglied. Und wenn Sie dem Computer 300 Likes geben, ist er besser als Ihr Partner. Weil einige von uns Dinge am Computer machen, die Sie gar nicht erzählen dem Partner. Ich habe den Anzug einfach so gekauft. Und der Computer weiß das, der weiß alles, was wir machen und der kann Sachen vorhersagen, das ist der Hammer. Ja? Dieses ist ein riesen, riesen Ding. Die Daten passieren und machen unheimlich viel Veränderung. Und zwar nicht nur in der virtuellen Welt, sondern mittlerweile auch in der realen Welt, weil die Daten plötzlich aus dem Computer raus können. Das ist die Manufacturing Revolution. Data gets a body. Das bin ich, das ist mein Sohn, da waren noch 2 Jahre jünger. Und das ist im Prinzip so, früher konnte man ein Foto von mir machen, tuff, und dann hat man den Computer gefragt, wie sieht Dietmar aus? Dann hat der Computer gesagt, 100011, ja, heute nimmt man 10011, drückt auf den Knopf und dann druckt er mich aus. Und der Computer kann mich einfach ausdrucken, die Daten kriegen einen Körper. Ja? Die Autos kann man zum Beispiel irgendwie machen, dauert da noch ein bisschen länger. Ja? Auf der Cebit gab es Autos, das ist ein selbstgedrucktes Auto, ist also ein 3D-gedrucktes Auto, auf der Cebit vor 3 Wochen, kostet 5.000 Euro. Das ist echt eine Veränderung. Ja? Die Chinesen machen Häuser, 3D-Drucker, 10 Häuser in einem Tag. Heute gibt es das Feriengebiet noch nicht, morgen kommen die Touristen angeflogen und genau wenn die landen, fertig. Und dann gehen sie rein. Ja, das ist unpackbar. Und man kann nicht nur Güter drucken und maschinelle Sachen, man kann auch Essen drucken. Die Schweizer Industrie weiß es bestimmt gut. Ja. Hershey's hat jetzt diese ganzen Dinge, wo Schokolade gedruckt wird. In Holland ist Essen drucken richtig, richtig ein Riesenmarkt, insbesondere für alte Menschen. Ganz viele alte Menschen in Holland können nicht mehr schlucken. Also richtig viele. Und die haben dann früher immer nur so Brei gegessen im Altenheim. Ist natürlich total blöd, wenn man möchte ein schönes Essen haben. Ja. Was sie jetzt machen, ist, sie nehmen den Apfel, zerhacken den, drucken den neu aus wie ein Apfel. Aber in genau der Konsistenz, die ich essen kann.
und dann noch mit Vitaminen, die ich brauche. Und ich habe plötzlich meine Ehre wieder. Ich kann Schnitzel essen, es sieht aus wie ein Schnitzel und nicht wie Brei. Und es gibt auf YouTube Filme von Leuten, die sind 95 Jahre, die weinen, weil die zum ersten Mal seit 10 Jahren plötzlich wieder ein richtiges Essen essen können mit Dings. Ja. Riesen Änderung. Die Daten kriegen also einen Körper. Die Daten kriegen nicht nur Körper, die Daten kriegen auch einen Muskel. Ja. Das ist die Rotterdamer, der Rotterdamer Umschlaghafen, ja, da sitzt keiner. Das sind alles nur Maschinen, da ist keiner mehr. Die Daten kriegen Muskeln, das ist der Hammer. Ja. Dieser Roboter, sieht man, glaube ich, ganz gut, malt mich. Ja. Der macht ein Foto, tuff, man geht da hin, dann macht der Roboter ja, das heißt, es gibt man nicht mal nur, früher konnte man nicht mal nur nicht mehr Taxifahrer werden, ja, weil es bald selbstfahrende Autos gibt, jetzt kann man dann nicht mal mehr Straßenmaler werden, weil ein Roboter das irgendwie kann, ja. Unpackbar. In der Schweiz riesen gut von der Basler Kinder, vom Basler Kinderspital, wenn man lange krank ist, geht ein Roboter für einen zur Schule. Der hat oben eine Kamera, da kann man seine Schulkameraden sehen, die Schulkameraden können einen selber sehen. Man kann am Unterricht teilnehmen, das macht ein Roboter für einen. Wenn Sie in der Versicherungsindustrie sind, wovon man vielleicht bei einigen ausgeht, in den USA können jetzt Drohnen Versicherungsfälle übernehmen. Wenn Sie in der Delivery-Branche sind, ja, Amazon, warum wollen Sie diese Drohnen machen? Weil die für einen Dollar die Sachen liefern können. Weil man nicht mehr kiloweise Sachen transportieren muss, sondern nur eine Drohne mit einem Ding. Wie teuer ist das, in den Alpen einen Brief auf eine Alm zu bringen? Wie billig ist es einfach? Ja, viel, viel billiger. Die Dinge sind mittlerweile alle erlaubt und alles legal. Ja. Das sind Sachen, die passieren. Wir denken aber immer, stimmt für alle, außer für mich. Klar, irgendwelche blöden Amerikaner und so machen das in den anderen Ländern, aber für mich nicht. Ja. Ich habe früher in New York gewohnt, kam nach Wien, hatte als erstes einen riesigen Kaffeekunden gewonnen, ging zu dem Kaffeekunden und habe gesagt, es wird Coffee to go kommen. Hat er gesagt, nie in Wien. Überall auf der Welt ja, aber nie in Wien. In Wien geht nie einer mit einem Pappbecher über die Straße und trinkt im Gehen. Das wird nie passieren. Heute gibt es den nicht mehr. Ist passiert, die Dinge kommen. Das ist nicht ein wirtschaftlicher Fakt, sondern ein psychologischer Fakt. We exempt ourselves from examples is in Kahneman Thinking Fast and Slow. Das ist nicht ein Business-Buch, sondern ein psychologisches Buch. Wir lernen ungern. Wir haben keinen Spaß zum Klavierunterricht. Das ist einfach so. Kein Kind, außer es ist komisch, ja, sagt irgendwie, hey, endlich mal wieder Klavier. Ja. Und wenn wir lernen, dann nur durch Kopieren. Wir machen nach, was die Lehrerin vormacht. Und Kopieren macht uns Spaß. Wir finden Kopieren total gut, weil wir Mirror Neurons haben. Jedes Tier, jedes Lebewesen kopiert gerne. Kopieren ist astrein, ja, wir lieben das. Und wenn wir ein Manager sind, dann kopieren wir Best Practice. Die Einspace-Leute machen das und das machen wir jetzt auch. Die fliegen alle zum Mars, da müssen wir auch hin, ja. Und wenn wir ein Manager sind, dann folgen wir den Regeln. Aber wenn wir ein Leader sind, wenn wir ein echter Leader sind, dann folgen wir nicht den Regeln, sondern wir suchen die neuen großen Ideen. Und dann brechen wir die alten Regeln und wir machen neue Regeln. Und wir sind die Leute, die plötzlich den Space Laser rausziehen und sagen, wer gewinnt denn jetzt? Vielen, vielen Dank.